Eine eher ungewöhnliche Szenerie in Bergisch Gladbach. Im Garten der Villa Zanders dinieren gemeinsam viele gut gelaunte Menschen, allesamt komplett in weiß gekleidet. An selbst mitgebrachten festlich dekorierten Tischen wird getrunken und gegessen. Es sind die Teilnehmer des diesjährigen White Dinner, einer Veranstaltung, die zum zweiten Mal in Bergisch Gladbach stattfindet. Was es damit auf sich hat, verrät uns Elke Strothmann. Ihre Agentur veranstaltet das White Dinner mit Unterstützung des Vereins Wir für GL. Das White Dinner 2018, schöne Geschichte. Wir haben endlich wieder tolles Wetter. Letztes Jahr musste es leider ausfallen. Und vor 2 Jahren hatten wir auch schon so viele Menschen, die einfach einen schönen Abend zusammen verbringen wollen. Alle in weiß gekleidet. Das ist eine Geschichte, die ursprünglich in Frankreich begonnen hat. Und aber natürlich dann nicht als White Dinner, sondern als Dîner en Blanc. Und man hat dann besprochen, dass man gerne zusammen sein wollte. Jemand hat seinen Geburtstag gefeiert, es wurden zu viele Gäste. Und er sagte, dann gehe ich woanders hin mit meinen Gästen. Und so ist es entstanden. Und wir führen es jedes Jahr durch und freuen uns. Damit der Abend für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, gelten für die Teilnahme am White Dinner allerdings einige Regeln. Alle Besucher erscheinen komplett weiß gekleidet. Speisen, Getränke sowie Geschirr, Gläser, Tische und Stühle werden von den Teilnehmern selbst mitgebracht. Gern gesehen sind weiße Porzellanteller, Stofftischdecken und hübsche Dekorationen. Ich hatte das vor 2 Jahren gelesen und ich fand das total interessant, dass man auch hier schön im Grünen oder halt auch mit anderen Leuten einfach mal einen gemütlichen Abend haben kann. Und ja, dann habe ich meine Freundin überredet, dass sie mitkommt. Und muss ich nicht überreden. Stimmt. Die Teilnahme am White Dinner ist kostenlos und ohne Vorankündigung möglich. Und so ist auch im nächsten Jahr ein White Dinner in Bergisch Gladbach geplant. Wer mitmachen möchte, kann sich dann ganz in weiß mit seiner Picknickausstattung anschließen. Weitere Informationen zum White Dinner finden Sie in Ihrem Bergischen Handelsblatt und im Internet unter bergisches-handelsblatt.de.